Herzerwärmende Szenen aus Wales. Prinz William besucht am 9. Juli den Royal Air Force Stützpunkt Valley auf der Insel Anglesey. Und hier beweist er wieder einmal, dass er ein großes Herz für Kinder hat. Zahlreiche Minifans sind auf dem Stützpunkt freudestrahlend mit walisischen Flaggen zusammengekommen, um den Mann von Prinzessin Kate zu begrüßen. Und so nimmt der 42-Jährige sich für jedes einzelne Kind Zeit. Prinz William geht zu jedem Minifan hin, begrüßt sie und tauscht sich kurz mit ihnen aus. Auch über einen kleinen Hund freut sich der Royal. William scheint sich bei der Rückkehr zu seinem alten Arbeitsplatz trotz Regenwetter gut zu amüsieren. Der dreifache Vater hatte nach seiner Ausbildung bei der Royal Air Force zum Hubschrauberpiloten 2009 bis 2010 selbst für 3 Jahre bei einer Search and Rescue Einheit bei der RAF Station Valley gearbeitet. Vor Ort tauscht sich William mit den Kampfpiloten aus und begutachtet ein Air Force Flugzeug. Zudem fährt er in einem Feuerwehrauto mit, spricht mit Rettungskräften und verleiht einen Award an den Fluglehrer Jake Fleming. Zu den Aufnahmen auf Instagram schreibt William: "Es ist immer schön, wieder im Royal Air Force Valley zu sein und dieses Mal als Honorary Air Commodore." Diesen Ehrentitel hatte Prinz William von seinem Vater König Charles III. Im August 2023 verliehen bekommen.